Diese Jungfernfahrt mit einem Oldtimer-Schienenbus war die Überraschung des Sommers. Eine totgeglaubte Schiene offenbart, wie attraktiv und zukunftsträchtig sie sein könnte. Wir fahren jetzt zu unserem Gleis rüber, zur Spitzkehre. So, jetzt sind wir in der berühmten Spitzkehre und jetzt sind die Hintern die Vordern. Vor genau 50 Jahren, im September 1970, ist auf dieser Strecke der reguläre Schienenpersonennahverkehr eingestellt worden. Danach verkehrten noch Ausflugs- und Güterzüge. Nach dem Hochwasser 2002 war endgültig Schluss. Hauzenberger Eisenbahnfreunde haben mehr als ein Jahrzehnt für die Wiederbelebung dieser Strecke gearbeitet und gekämpft. Ich habe jetzt diese für mich überraschende Ehre erhalten, zu sprechen, nicht als offizieller Vertreter der Stadt, sondern als einziger Stadtrat, der am Bahngleis wohnt und trotzdem nicht dagegen ist. Weil ich mich über diesen Tag riesig freue, auch meine Kinder, die haben sich schon vorgenommen, morgen mit mir mitzufahren und meine Frau. Wir freuen uns über diesen Tag. Ich möchte Danke sagen an alle, die geschuftet haben, die das Gleis von Wildwuchs befreit haben, die Sand geschippt haben. Und ich glaube, diesen Dank kann ich auch sprechen im Namen aller anderen Politiker, die da sind, der Toni Schuberl, die Steffi Auer, der Boris Burkert, der Walter Dankesreiter und viele andere mehr. Wir sind da sehr, sehr dankbar dafür. Und das haben die alle jetzt nicht getan, weil sie nur eine Spaßbahn wollen, wie manche sagen, oder weil das eher ein Hobby ist, sondern in der festen Gewissheit, dass sie etwas ganz Gutes für die Allgemeinheit tun. Natürlich wissen wir alle, zunächst ist es noch ein hauptsächlich touristischer Verkehr, aber die große Hoffnung, die wir alle haben, ist natürlich, dass es eines Tages einen Regelbetrieb gibt und dass diese Bahn, die Granitbahn, Teil eines Stadt-Umland-Bahnkonzeptes ist. Wir beobachten das Ganze eigentlich intensiv, haben uns auch schon mal thematisch ein bisschen damit auseinandergesetzt. Es ist ein spannender Verkehrsweg und einer, der halt bisher nicht genutzt wird, der zum einen eine Verbindung Richtung Hauzenberg Potenzial hat, aber natürlich auch innerstädtisch ein großes Potenzial hat, vor allem wenn man weiterdenkt Richtung Lindau in der Verbindung. Aber ganz entscheidend ist ja halt auch, dass die Stadt selber das wollen wird müssen. Dann gibt es mit Sicherheit vernünftige Wege und auch gute Ideen dazu. Wie würden Sie sich da einbringen? Ich meine, Sie sind ja logischerweise eingebunden in die Kreuzschifffahrt Lindau. Ja. Haben wir da irgendwelche Kombinationen sehen? Die sind definitiv möglich und auch denkbar, klar. Also das ist ein guter Weg. Ich meine, wir haben viele Bahnanreisende in dem Bereich oder hatten die. Und werden wir die wahrscheinlich in Zukunft auch wieder haben. Und ist natürlich auch ein vernünftiger Weg in Richtung Lindau runter, ganz klar. Ich bin sehr vorsichtig mit Prognosen, weil da bin ich in der Vergangenheit ein paar Mal auf die Schnauzen gefallen, wenn ich was gesagt habe. Aber der Herr Kurt hat ja schon einige Ziele gesetzt. Nächstes Jahr 21 bis Lindau. Dann können wir ja gar nicht weiter, weil wir 2 Jahre blockiert sind durch die Hochwasserschutzmaßnahmen. Da sind ja die Gleise rausgerissen worden. Aber wir können natürlich in der Zwischenzeit das Gleis fein herrichten bis Hauzenberg. Und das bedeutet noch viel, viel Arbeit.
Und ich gehe mal davon aus, wenn alles ganz, ganz gut läuft, dann müssen wir 22 in Hauzenberg sein. Aber wie gesagt, da muss wirklich alles gut laufen. Wir befinden uns in einem historischen Schienenbus, der Baureihe 798. Der ist von der Deutschen Bundesbahn und der Waggonfabrik in Uerdingen entwickelt worden. Unsere Schienenbusse, die wir bei den Passauer Eisenbahnfreunden haben, sind Baujahr 1956 bis 60, also sie haben schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Die Schienenbusse sind eigentlich deutschlandweit bei allen größeren Bahnbetriebswerken stationiert gewesen und waren vorwiegend auf Nebenbahnen im Einsatz. Wir haben jeweils zwei Maschinenanlagen mit je 150 PS, also insgesamt haben wir 300 PS. Ja, grüß dich, Granitbahn ist da. Zugaufmeldung. Die Zugaufmeldung: darf der Zug 31324 bis Passau-Vogelau fahren? Schönes Gefühl, wenn man dann schon zurückdenkt, man ist ja früher auf der Strecke schon gefahren mit den gleichen Triebwagen. Genau dieser Maschinenwagen, der ist bis 2002 auf dieser Strecke gefahren und da bin ich natürlich damals auch schon als Lokführer unterwegs gewesen, als junger Bursch. Und das ist natürlich dann schon ein schönes Gefühl, wenn man nach der langen Zeit wieder als Erster dann hier fahren darf.